Hallo und herzlich willkommen zum fünften Teil unserer Corset M19 Spielraum Spoiler-Alarm-Reihe. Bei mir sitzt der wundervolle Patrick Portele. Danke. Mein Name ist Christoph Postel und wir plaudern heute über die grünen Karten. Wir beginnen direkt mit einer sehr coolen Karte. Die elfische Clanruferin. Das ist ein Elf-Druide, kostet 2 grün, ist 1-1, stark ist nicht. Aber andere Elfen, die du kontrollierst, erhalten +1/+1. Hat starke Freund. Und für 2 grüne, 4 farblose und Tappen, durchsuche deine Bibliothek nach einer Karte namens Elfische Clanruferin, bringe sie ins Spiel und mische dann deine Bibliothek. Das ist richtig cool, oder? Ich finde also für ein Elf-Lord für 2 Mana ist gut, glaube ich. Mhm. Kenne mich mit Elfen zu wenig aus. Ich verliere ab und zu dagegen, aber es ist, glaube ich, Elf-Lords kosten fein. Meistens 3 Mana oder mehr. Die Abilities als Flood Protection oder wenn ich mir viel Mana machen kann, was Elfen natürlich auch machen können. Vor allem auch sehr gut. Elf Lords, ich meine, es gibt so solche und solche, aber Elf Lords, also Lords sehr oft, sind oftmals sehr legendär. Dieses offensichtlich nicht und sucht sich selber raus. Das heißt, du suchst da einen weiteren Pumpeffekt raus. Das heißt, für 6 Mana pumpst du dein ganzes Team. Und wenn du 6 Mana hast, dann passt du wahrscheinlich schon einige Elfen. Das was ist schon richtig. Wieder ganz so nett ist. Finde ich eine gute Karte. Also wenn du dann 2 hast, dann tappst du sie beide, dann suchst du den nächsten raus, dann hast du alle um 4-4 gepumpt. Sicke Scheiße. Dann gibt es den elfischen Verjüngerer. Das bräuchst du langsam, hä? Hm? Mit du. Für ein grünes 2 farblose. Ich bin noch immer jünger als du. Elf Druide. Na okay, jetzt bist du rasiert, bist vielleicht nicht mehr. Nein, du schaust wie ein Kind aus, was anderes. Ach Scheiße. Elf Druide. Warum muss ich mir das antun? Ich weiß es nicht. Du machst es freiwillig. Wenn der elfische Verjüngerer ins Spiel kommt, schau dir die obersten 5 Karten deiner Bibliothek an. Du kannst davon eine Länderkarte getappt ins Spiel bringen. Lege den Rest in zufälliger Reihenfolge unter deine Bibliothek. Ja, also die Karte habe ich reingenommen, weil im Endeffekt ist es ja ein 3-Mana-Ramp. Mhm. Weil in 5 Karten wirst du schon Land finden. Normalerweise, ja. Und es kommt halt getappt ins Spiel. Das heißt, erst für 3 Mana ein 1-1er und ein Land gebracht, was schon relativ okay ist eigentlich. Weil früher war, also das Äquivalent wäre der Civil Wayfinder und der hat es aber auf die Hand genommen, nur das Land, soweit ich weiß, oder? Ich weiß. Ich glaube schon. Und der bringt halt getappt ins Spiel. Wenn das, also wenn ich mich irre, der hat es auch getappt ins Spiel gebracht, dann ist es natürlich wesentlich schlechter, weil dann hast du das 5, aber trotzdem finde ich eine Ramp-Karte, die nicht irrelevant sein muss. Nein, nein, also so. Potenzial nach oben. Ja. Ah ja, der viel besprochene. So viel kann man gar nicht drüber sagen. Gigantosaurus kostet 5 grüne Mana, ist ein Dinosaurier, ist gehört Blatt, hat einen anderen gefressen und ist 10-10. Und kostet aber 5 grüne Mana. Ja, das habe ich gesagt, 5 also grüne Mana. Ja. Ja. Ja, groß ist er, ne? Ja, so einfach zum Casten sind 5 grüne Mana auch nicht. Außer du bist halt monogrün Stompy, was du sein wirst. Genau, monogrün Stompy existiert. Und wenn du Turn 2 Steel Leaf Champion, danke, whatever, ausspürst und dann Turn 3 ist wahrscheinlich optimistisch, aber Turn 4 halt den, ja, und dann gleich Galter praktisch gratis hinterherlegst. Galter, so eine Scheißfigur. Bleibt der Gegner, glaube ich, auf dem Tisch. Oder spielt den Ruff. Eins von den beiden. Nein, der Ruff kommt erst Turn 5. Ja, aber den hast du ja auch als Turn. Also im Bestfall spielst du den Turn. Du bist on the play, spielst Turn 2 den Schütti, Turn 3 oder Turn 4 den, Galter hinterher, dann kommt Turn 4, der Gegner zieht er, Turn 5 greifst du an und der Gegner hat den Ruff auf der Hand. Jeder hat aber 3 Leben bekommen dafür. 4, weil du hast die Du hast einen Lano-Elf. Ja. Ja, so viel dazu. Er hat halt keine Invasion, das muss man schon sagen. Er ist halt 5 Mana 10-10, aber er wird halt von 1-1 so lange er geblockt, ja, wie es lustig ist. Ist richtig. Jetzt gibt's Zombieren. Aber was ja, für einen? Wo er da? Der hat die Blutbranke. Blutbranke Schrecken von Karl Sisma. Ein grünes, 3 farblose, ein legendärer Bär. 4-3 ist eher. Yeah. Gangster Rap. Jetzt geht's los. Kreaturenzauber mit Beatbox oder was? Ja, bitte. Kreaturenzauber mit Stärke 4 oder mehr, die du wirkst, kosten beim Wirken 2 weniger. Das ist cool. Mhm. Das ist eine echt coole Ability.
Immer wenn Blutranke Schrecken von Kalsisma angreift, erhält jede Kreatur mit Stärke 4 oder mehr, die du kontrollierst, +1/+1 und verursacht Trampelschaden bis zum Ende des Zuges. Mhm. Richtig coole Karte, richtig fein, legendär, Bär, yeah. Ernsthaft. Ernsthaft. Der Bär in der Kurve, so Turn 2 Steel Leaf, Turn 3 der, Turn 4 Giganto, Schwammerl. Bam. Und Galter. Galter von einem Trample, aber die anderen haben nämlich dann auch endlich alle Trample. Ja. Ins Gesicht, bis es bricht. Und das kostet alles weniger. Ich meine, dein Deppatosaurus kostet nicht weniger. Das kostet nicht weniger. Ein Galter kostet eh schon weniger, weil alle so günstig sind. Aber kostet halt noch weniger Galter. Ja. Vor allem alle Trample. Aber es ist ein Bär, Alter. Und er ist legendär. Richtig cool, richtig cool. Herzlichen Dank für diesen Print. Finde ich echt geil. Wirklich super. Ausgehungerte Hydra für ein grünes X-Mana 0-0. Die ausgehungerte Hydra kommt mit +1/+1 Marken ins Spiel. Die ausgehungerte Hydra kann nicht von mehr als einer Kreatur geblockt werden. Immer wenn die ausgehungerte Hydra Schaden zugefügt wird, lege entsprechend viele +1/+1 Marken auf sie. Sie muss den Schaden überleben, um die Marken zu halten. Ja, ist ja klar. Ja. Das ist, ich glaube nicht, dass die schlecht ist, aber du kannst sie halt Turn 2 als 1-1er spielen, Turn 3 als 2-2er, etc., etc. Du skalierst sie. Ja. Sie ist, ich glaube, sie ist ab einem Zeitpunkt, wo sie 4-4 ist, ist sie echt gut. Ja, weil sie halt nicht mehr so schnell stirbt. Wenn es 1-1-1er, dann stirbt sie halt und dann kriegst du halt keine Marken. Genau, ja. Dann wird es größer und größer und größer. Aber sonst... Ja, ist halt so eine klassische Hydra. Wizards kommuniziert halt nach außen, dass Hydra so diese... Wie sagen es, diese ikonische Ding ist, ja. Aber dann sollten sie mal eine ikonische Hydra rausbringen. Ja, ich meine, gibt es schon immer wieder, aber Hydra sind halt alle X Mana-Kreaturen, was halt sie grundsätzlich gut macht, weil sie alle skalierbar sind, aber was sie halt auch alle etwas schwierig macht, weil sie alle erst bei einem gewissen Mana-Investment wirklich gut sind. Na, machen wir weiter. Jetzt kommt Blackerwurm. Der mal ankommen. Blackerwurm. Der ist für 3 grüne, 4 farblose. 7/7 verursacht Trampelschaden. Wenn der Blackerwurm ins Spiel kommt, erhältst du 7 Lebenspunkte zu. Wenn der Blackerwurm stirbt, ziehe eine Karte. Ja, und den Blackerwurm habe ich echt gerne. Blackerwurm. Habe ich früher viel gespielt in Standard und finde ich eine richtig, richtig coole Karte. Ja, ist auch gut. Der macht einfach alles, was du willst, oder? Der gibt dir 7 Leben. Ja. Ist echt gut. Er hat Trample, das heißt, der Gegner muss ihn beantworten. Er trampelt die Fallen rüber. Und wenn er dann stirbt, ne, der Blackerwurm, dann zieht der Karte auf noch. Geil. Finde ich cool. Volle krasse Kanone. Ne? Gute Karte. Nein, ich finde richtig gut. Dann gibt es außerordentliches Wachstum, ein geniales Artwork. Für 4 grüne, 4 farblose, eine Verzauberung Aura, verzaubert eine Kreatur. Die verzauberte Kreatur erhält +7/+7 und versucht Trample-Schaden. Versucht? Die versucht nur Trampelschaden. Die verursacht. Die versucht Trampelschaden. Ja, ich glaube, das ist zu teuer. Sorry. Ja, ich meine, sorry, ist zu teuer hier. Sorry. Na, 6 Mana ist halt zu viel für eine Aura. Das müsste schon eine eigene Kreatur sein. Weg damit. Aber der ist gut. Der ist sehr fein. Der Runenbewehrter Armasaurus. Mhm. Für 2 grüne farblose ist ein Dino. Dinos sind immer leibend. 2,5. Ja. Die Stats sind gut. Bah! 2,5. Bah, willst du blocken? Ja, ich block dich. Block dein Scheißdreck mit meinem Saurus. Immer wenn ein Gegner eine Fähigkeit einer Kreatur oder eines Landes aktiviert, die keine Mana-Fähigkeiten ist, kannst du eine Karte ziehen. Mhm. Die ist schon heavy pusht, diese Karte. Der runenbewehrte Armasaurus. Ja, ich meine, sie ist halt defensiv grundsätzlich. Sie ist jetzt, also heavy pusht, weil wenn sie aggressivere Stars auch noch hätte. Aber schon 2,5. Ja, es geht halt darum, dass deine Utility-Kreatur nicht sofort stirbt. Weil das ist es halt. Das ist eine Utility-Kreatur, die du spielst, wirklich bringst, wenn es eben aktivierte Fähigkeiten viele gibt. Ich finde die für Heiler da ziemlich gut, muss ich gestehen. Ja, für die, weil es da 1000 Länder gibt, die irgendwas aktiviert haben. Gell? Ja, und das wird Charmant und sowas. Mhm. Cool. Also ich finde die richtig cool. Richtig gute Karte. Ja. Sagt mal. Ist ein guter Blocker auch. Ja. Und 3 Mana ist halt recht günstig. Und das ist auch, ja. Und echt schönes Artwork. Ja, mit den Stacheln. Die schauen voll technisiert aus. Bissl, ja. Aber es sind Runen drauf. Aber es schaut aus, wie es wären es... Wie sind die? Ja, weiß ich schon. Die Platten. Ja, genau die. Ja. Ihr wisst auch, was wir meinen.
Jetzt gibt's, das ist auch so ein schönes Artwork. Das ist ein richtig, richtig, richtig feines Artwork. Landschaftswechsel. Scape Shift. Reprint. Bing, bing, bing. Spielt übrigens auf Ixalan. Siehst du, weil unten ist Navigator der Streitlustigen. Die Streitlustige ist das Schiff der. Ja, ja, und das ist ja auch der Pirat der Schiffe und so. Ja, auf jeden Fall. Landschaftswechsel 2. Grüne 2 farblose Hexerei. Opfere eine beliebige Anzahl an Ländern. Durchsuche deine Bibliothek nach bis zu entsprechend vielen Länderkarten. Bringe sie gedappt ins Spiel oder mische dann deine Bibliothek. Und? Macht nichts. Ja, ist mein Scape Shift kennen, glaube ich, fast alle von unseren Zusehern. Wenn ich mir wage zu behaupten, eigentlich alle, weil es halt ein eigenes Legacy ist. Modern, danke. Alle gut. Drei Versuche, zweimal daneben ist auch leimend. Drei kompetitive Formate. Er sagt zweimal die falsch. Gut gemacht, macht nichts. Weil es halt ein. Ja, Modern ist ein Deck eigenes ist. Deck in Modern. Und ja. Und das ist der erste Reprint. Hat es noch keinen Reprint gegeben? Echt wahr? Nein, ist der erste Reprint. Das Artwork finde ich fast schöner als das alte. Nein, das Artwork ist sicherlich schöner als das alte. Weiter geht's. Der Dornenleutnant. Für ein grünes, ein farbloses, ein Elfkrieger, der ist 2-3. Sind auch schon gute Starts. Mhm. Immer wenn der Dornenleutnant das Ziel eines Zauberspruchs oder einer Fähigkeit wird, den bzw. die ein Gegner kontrolliert, erzeuge einen 1-1er grünen Elfkrieger Kreaturenspielstein. Und für ein grünes 5 farblose, der Dornenleutnant erhält +4/+4 bis zum Ende des Zuges. Ja. Jo, ganz okay. Der ist okay, ja, auf jeden Fall, weil als 2-3 ist er schon mal von einer Blocker und wenn du abschießt, hast du wenigstens noch einen 1-1er Blocker. Ja, er setzt sich halt, also er setzt sich selber. Unter Anführungszeichen, ja. Das ist okay. Und der Pump ist halt ein netter Mana-Sink. Ja. Das ist, mehr gibt's nichts zum Sagen. Nein. Jetzt geht's weiter mit den Rössern. Super. Rösser. Das Rankenross. Nein, es hat nicht alles dasselbe Zeichnen. Nein. Das ist auch geil, das Pferd. Für 2 grüne, 2 farblose, ein Elementarwesen Pferd, das ist Hexproof, ist 5-3 und kann von schwarzen Kreaturen nicht geblockt werden. Ja. Also das finde ich, dadurch, dass das teuerste Ross ist. Das schlechteste bis jetzt. Und die, ich meine, Fluchsicht ist eine super Fähigkeit, weil es halt, ja, ja. Weil es nicht abschießen kann, das kann es nicht blocken und er kann es nicht abschießen, das ist natürlich relevant, wenn du schwarz hast, weil schwarz halt die Farbe ist mit dem meisten Removal und so. Ja, wenn der Gegner Mono schwarz spielt, dann kann er gacken gehen, weil das Pferd stößt ihn einfach um in 4 Turns. Genau. Dann kommt es Turn 3 und dann ist halt Turn 6 tot. Ja. Aber abgesehen davon, so als Utility-Karte aus dem Sideboard finde ich es eigentlich auch schlechteste bis jetzt. Ja. Finde ich auch nicht. Also es ist leider das Schlechteste. Es schaut eigentlich auch ziemlich cool aus. Es ist der Cycle extrem leibernd. Ja. Aber es ist halt das schlechteste Pferd insgesamt. Oh ja. Eine neue. Ja, dann kommt Vivian Reed. Für 2 grüne, 3 farblose, 5 Loyalty-Counter. Schau dir die obersten 4 Karten in der Bibliothek an. Du kannst davon eine Kreaturen- oder Länderkarte offen vorzeigen und auf deine Hand nehmen. Lege den Rest in zufälliger Reihenfolge unter deine Bibliothek. -3, zerstöre ein Artefakt, eine Verzauberung oder eine Kreatur mit Flugfähigkeit deiner Wahl. -8, du erhältst ein Emblem mit Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +2/+2, haben Wachsamkeit, Unzerstörbarkeit und haben Trampelschaden. Ja. Das ist halt ein Garuk einfach. Ein Garuk, der jetzt anders heißt. Ein Garuk, der jetzt eine Vivian ist. Hätten sie sich auch was Spannenderes einfallen lassen können, finde ich. Ganz ehrlich. Ich finde ihr Artwork cool und ihr Style und das Design und das Ganze. Aber es ist halt einfach ein Garuk. Und naja. Es ist 1-1 ein Garuk. Nein, es ist nicht 1-1 ein Garuk. Garuk hat immer irgendwas mit Mana auch gemacht. Macht halt überhaupt nicht. Ne? Naja, aber sie. Ich meine, die +1-Fähigkeit ist gut, weil die kennen wir vom Garuk so ähnlich. Die ist einfach gut. Die -3-Ability ist einfach schlecht. Die ist wirklich schlecht. Ja, wenn die -3-Ability sagt, komm, mach dir 2-2er Leoparden oder was auch immer, was da im Hintergrund ist, oder Wölfe oder irgendein Leoparden, wäre halt was Neues gewesen, weißt du? Ja, okay. Dann hätte ich gesagt, für 5 Mana 2-2-2er Leoparden finde ich cool. Mhm. Und das Emblem, wenn ich halt viele Viecher habe, finde ich auch leibernd. Aber die +1-Ability finde ich gut. Ich finde auch die -8-Ability cool. Aber die -3-Ability macht halt den Planeswalker schlecht, finde ich. Naja, schlecht. Schlecht, nicht gut. Es zerstört halt was. Ja, ich meine, das ist nur was? Ja, Artefakte verzaubern gehört nur mit Flugfähigkeiten. Wer lesen kann, ist dein Vorteil.
Namen. So ein App. Ja, danke. Nein, aber schau, bei Verzauberung heißt es, du kannst deinen O-Ring oder so zerstören, dass deine Kreatur wieder von dir befreien. Bei Artefakten kannst du vielleicht irgendein Vehikel zerstören und bei einer Kreatur mit Flugfähigkeit vielleicht irgendwann Drachen oder so zerstören. Ja, aber das ist alles halt nicht alles sehr situativ. Natürlich, aber du spielst hier in Wirklichkeit wahrscheinlich für die Plus und fürs Ultimate, oder? Und das Minus ist ja eigentlich nur das Bonus, weil wie oft machst du ja ungern bei Planeswalkern eigentlich Minus, weil sie ja das eher dazu bringt, dass sie sterben. Naja, außer du hast halt ein Minus wie bei Liliana of the Veil oder wie beim Architekten Jace oder sowas, wo halt das Minus-Ability so viel Vorteile generiert, dass gut ist. Ja. Aber da das Minus von ihr generiert keinen echten Vorteil jetzt. Naja. Ich weiß schon, wenn dann ist gut. Ja, eben. Aber wenn nicht, dann ist halt schlecht. Das Problem ist, dass sie, ich meine, sie ist 5 Mana, 5 Mana Deeds, das ist wieder fair. Ich finde, die alle sind fair gekostet jetzt momentan. Mhm. Aber dass sie halt, sie erfüllt die erste Regel des Planeswalker-Tums nicht. Sie beschützt sich nicht selber. Weil sie halt nie keine Kreatur hat, die sie produziert oder so. Ja? Die Kreatur kommt im Nachhinein raus. Genau. Das heißt, du kannst jetzt halt einen raussuchen aus deiner Hand, aber sie muss dann halt einen Turn überleben oder du hast schon eine Boardpräsenz. Was jetzt bei Grün nicht so schwierig sein sollte, weil Grün ja eh die Farbe ist, die immer Boardpräsenz haben möchte. Ja. Darum ist es wahrscheinlich bei Grün am wenigsten schlimm, wenn der Planeswalker das nicht macht. Ja, ich weiß nicht. Ich bin nicht begeistert, muss ich dir ehrlich gesagt gestehen. Du bist einfach so negativ. Ich mag sie. Ist gut. Jetzt kommen wir zur letzten Karte. Und zwar, da kommt der Tiger. Vivians Anrufung für 2 grüne 5 Ablos, eine Hexerei. Schau dir die obersten 7 Karten in der Bibliothek an. Du kannst davon eine Kreaturenkarte ins Spiel bringen. Lege den Rest in zufälliger Reihenfolge unter deine Bibliothek. Wenn eine Kreatur auf diese Weise ins Spiel gebracht wird, fügt sie einer Kreatur deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert, Schadenspunkte in Höhe ihrer Stärke zu. Die Karte kann ziemlich hart eskalieren. Ja, die Karte ist. Wenn du misst, ist ziemlich scheiße. Naja, bei 7 Karten wirst du nicht missen, ja. Aber sie kostet halt 7 Mana, fucking hell. Warum kostet die 7 Mana? Weil du 7 Karten anschauen kannst, dann eine Kreatur spielst und die fetzt auch noch ein Gegner. Ja, aber wir können uns schon erinnern, dass es mal diese Trap gegeben hat, diese grüne, wo du 6 Mana gezahlt hast oder gar nichts, wenn was gecountet wurde und du aus den obersten, was, 6 Karten dir eine Kreatur rausgenommen hast. Ja, aber da spielst du die Karte direkt, die Kreatur direkt. Ja, die ist auch ins Spiel gekommen. Hat sie auch Schaden gemacht? Nein, hat keinen Schaden gemacht. Okay, ist ein Removal drauf gepappt. Okay, aber schau, wir haben auch früher mit Day of Judgment und Wrath of God gespielt. Jetzt hör auf. Das ist, warum, also 7 Mana ist halt echt der Schlag ins Gesicht. Ich sage ja auch nicht, dass gut ist. 6 Mana oder 5 Mana? Ich sage, dass es cool ausschaut. Aber schaut eh cool aus. Aber und der Text ist ja auch cool, aber 7 Mana. Zu viel. Zu viel. So wie 5 Mana für ein Wrath zu viel ist. So. Fertig sind wir mit den grünen Karten. Wir sehen uns morgen mit Multicolored Karten. Und den ganzen Planeswalkern aus den Planeswalker-Decks. Und den Planeswalkern aus dem Planeswalker-Decks. Patrick, danke für deine intelligenten Wortspenden. Danke fürs Zuschauen. Ihr könnt es wie immer liken, subscriben und kommentieren auf Facebook, YouTube und Twitter. Und uns natürlich auch im Shop antreffen in Wien, im Spielraum. Und das Glockensymbol klicken. Und das Glockensymbol. Warum du? Du hast... Danke fürs Kennst Zuschauen. Du das aus? Auf Wiederhören. Auf Wiedersehen. Ciao, Ba. Das Glockensymbol ist wichtig. Ich weiß, offensichtlich. Ich weiß, dass es wichtig ist. Warum hättest du mich dann immer und willst mich schlagen? Ich finde das voll gemein. Wo sind...